Wie schaffe ich es, über die Ferne mit Schülerinnen und Schülern so zu kommunizieren, dass man auch Fragen beantworten kann? Die Antwort darauf gibt ein Tool bzw. eine Plattform, die Zoom heißt und mit der man virtuelle Konferenzen durchführen kann. Diejenigen, die auf diesem Kanal schon ein wenig rumgeschaut haben, haben ja gesehen, dass es immer wieder Tutorials gibt zu Möglichkeiten des digitalen Unterrichts, wie man ihn jetzt durchführen kann in einer Zeit, in der man Schülerinnen und Schüler ja nicht persönlich begegnen kann und sollte. Man soll ja Abstand wahren und dieser Abstand ist eben gewährleistet, wenn man beispielsweise eine virtuelle Konferenz durchführt. Diese hat nicht nur den Vorteil, dass man Videos voneinander sieht und auch eben Fragen beantworten kann, sondern birgt zahlreiche andere Funktionalitäten, die ich euch und Ihnen jetzt präsentieren möchte. Bevor ich jetzt diese Konferenz vielleicht sogar auch durchführe, vielleicht noch zwei oder drei Worte zu den Voraussetzungen. Man kann, wie gesagt, dieses Zoom als App runterladen und mit dem Handy betätigen. Das hat natürlich den Vorteil, dass man mobil ist, hat eher den Nachteil, dass man nicht alle Funktionalitäten ausschöpfen kann, die dieses Tool bietet. Da muss man sich ein bisschen hin und her fuchsen. Man kann beispielsweise swipen, um die Ansicht dann später zu wechseln. Man kann auch den Chat aufrufen beispielsweise. Dieser Chat ist eben auch gut, um beispielsweise Links zu versenden. Das geht schon alles, aber die Funktionalitäten sind eben ein wenig eingeschränkt. Ich möchte jetzt einfach mal mit dem webbasierten Tool arbeiten und wir schauen mal, ob das vielleicht sogar möglich ist, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen über Twitter. Man muss sich registrieren, das kann man allerdings kostenlos machen. Wenn man sich nicht registrieren möchte, kann man auch über einen anderen Weg, nämlich über Google gehen. Wir machen das jetzt, weil es schneller ist. Datenschutzrechtlich muss das natürlich jeder selber wissen. Das kann natürlich durchaus problematisch sein und hier gibt es jetzt eben eine relativ große Übersicht, was man alles machen kann. Die ist für jeden Einzelnen eigentlich gar nicht so bedeutend, sondern da geht es eben darum, dass man ein Meeting veranstaltet. Ich mache es jetzt mit eingeschaltetem Video. Und was dann als nächstes kommt, ist, dass ein Tool, was Zoom heruntergeladen hat, aufgemacht wird. Die Verbindung wird aufgebaut und schon kann man denjenigen dann auch sehen und dann kann man einladen. Es ist zwar ganz gut, wenn man ein Mikrofon hat, das ist aber nicht zwangsläufig nötig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Natürlich ist es schön, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen hören. In dem Fall würde es aber auch genügen, wenn man einfach einen Toneingang hat, das muss man halt überprüfen. Das kann am Anfang natürlich etwas dauern, bis das bei allen läuft. Wir sehen jetzt gerade, dass man es eben über verschiedene Mails versenden kann oder die URL kopieren. Das heißt, die Adresse, die zu diesem Meeting führt. Das habe ich jetzt gemacht und ich poste sie jetzt auf Twitter, um zu schauen, ob eben jemand reinkommt. Und wir schauen dann einfach mal, wie das funktioniert und währenddessen kann ich dann weiterreden. So. Jetzt ist es eben so, dass dieses Zoom hier an ist und ich Leute eingeladen habe. Und währenddessen kann ich aber auch weiter erzählen, was es hier jetzt quasi alles für Möglichkeiten gibt. Es ist so, dass ich hier die Audioeinstellungen eben bearbeiten kann. Man sieht jetzt im Moment gerade, dass ich ein Mikrofon noch eingestöpselt habe, mit dem das Ganze eben noch ein bisschen besseren Ton hat. Ich kann Lautsprecher und Mikrofon theoretisch testen, bevor die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sind. Und ich kann hier auf der anderen Ebene eben das Video bearbeiten. Hier ist es bei einem iMac FaceTime, was sowieso schon integriert ist. Es wäre ansonsten aber natürlich auch die Möglichkeit, dass ich einfach eine Webcam anschließe. Wenn man überhaupt keine Webcam in dem Computer hat, ist es nicht so schlimm, aber es ist eben eigentlich eine ganz praktische Sache.
Jetzt haben sich schon Teilnehmer hier eingeklinkt. Das heißt, das ist wunderbar. Das heißt, man sieht hier schon, wie das dann ungefähr aussieht. Ich sage einfach mal Hallo zusammen. Genau, ihr seht, dass das relativ einfach geht. Hier ist jetzt sozusagen die Übersicht. Das ist ganz toll, dass wir jetzt schon drei Leute drin haben. Das wäre mit Schülerinnen und Schülern genauso. Des Weiteren sehen Sie, seht ihr, dass ich, wenn ich spreche, gerade grün umrundet bin. Das bedeutet, dass ich quasi der Sprecher bin. Die Sprecheransicht rechts oben, die kann man auch wechseln. Das heißt, in diesem Wechsel sieht man beispielsweise gerade dann immer denjenigen, der einen Ton von sich gibt oder der spricht. Eike, hast du es schon mal gemacht? Hast du schon mal damit gearbeitet? Man hört mich. Ah, tatsächlich, cool. Nee, ich habe das nur mit dir einmal ausprobiert und ansonsten noch nicht. Wir haben es jetzt angesetzt für morgen, wollten wir es einmal mit der Klasse so machen. Das heißt, sozusagen, ihr seht aber trotzdem, dass der Eike jetzt gerade auch mit dem Mikro von einem einfachen Headset arbeitet. Das kann man sich theoretisch, wenn man wirklich sonst gar nichts hat, auch bestellen. Kostet ein einfaches so, ich sage jetzt mal 15, 20 € sowas in der Art. Diese Galerieansicht ist, wenn man mit der Klasse zusammenarbeitet, eigentlich praktischer, meines Erachtens. Dennoch, das kann man dann natürlich, kann dann natürlich jeder selbst sehen. Jetzt würde ich gerne eine ganz tolle Funktionalität eben zeigen, und zwar die Funktionalität des geteilten Bildschirms. Ich kann jetzt gerade in dem Video, da muss man jetzt, wenn man das Video guckt, natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht ein bisschen verwirrt ist. Ich kann theoretisch bei diesem Tool einfach meinen Bildschirm teilen, und zwar genau das, was ich eigentlich teilen möchte. Und das würde ich jetzt mal ganz gerne zeigen. Ich gehe hier unten auf Bildschirm teilen und jetzt kann ich die verschiedenen Teile meines Laptops theoretisch auswählen, sogar das iPhone. Ich möchte jetzt aber sozusagen zum Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler, in dem Fall aber Kolleginnen und Kollegen, genau diese Seite sehen. Dann gehe ich unten rechts auf Bildschirm freigeben und schon sollten alle sehen, was hier sozusagen auf dieser Website ist. Wir lassen das mal ganz kurz durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestätigen. Genau. In dem Fall würden die Schüler also beispielsweise eine Erklärung sehen können. Sie könnten genau das sehen, was man ihnen jetzt gerade zeigt. Man kann natürlich währenddessen zum Beispiel sowas sagen wie: Schaut bitte hier mal hin auf die Etherpads. Sie sind kollaborative Dokumente. Wir müssen das jetzt nicht ewig lang ausführen. Man kann die Freigabe dann wieder stoppen und schon ist man dann wieder in der gemeinsamen Ansicht. Diese Bildschirmfreigabe, die funktioniert übrigens auch so, dass man ein Whiteboard anmachen kann. Allerdings muss ich dazu sagen, dass sich dieses Whiteboard, naja, sagen wir mal, nicht ganz so funktional findet, zumindest wenn man jetzt hier auf dem Bildschirm rummalt. Was man mit dem Whiteboard allerdings schon auch machen kann, ist eine Texteingabe. Jetzt schreibe ich halt Testeingabe, geht auch. Die natürlich theoretisch ja, so funktionieren würde wie die Tafel. Ob man das dann tatsächlich machen möchte, ob man damit dann arbeiten möchte in der Art und Weise, man kann hier mit dem Whiteboard noch zeigen, das ist dann immer natürlich auch wieder jedem selbst überlassen. Ja, jetzt gibt es eigentlich nur noch zwei verschiedene Punkte. Das ist einmal, dass man nur bestimmten Teilnehmern was zeigt. Ich glaube, das brauchen wir eigentlich nicht. Und dann die Chat-Funktion. Und diese Chat-Funktion, die ist ganz cool. Ich schreibe mal kurz den Teilnehmern, die dabei sind, ein Hallo. Die Chat-Funktion befindet sich gerade eben hier in der unteren Taskleiste. Eike schreibt schon Hello. Man kann davon ausgehen, dass Schülerinnen und Schüler wie bei allen technischen Geräten das erstmal ausprobieren, ja? Also nicht sofort die Krise kriegen, sondern gelassen sein. An Katrin, hast du eine Frage? Okay, und das Tolle an diesem Chat ist jetzt meines Erachtens, dass man natürlich sehr einfach einen Link setzen kann. Jetzt muss ich mal gerade gucken, was ich so schnell finde.
Also nehmen wir mal hier die Blockparade zum Unterricht digital. Wenn ich das jetzt rechts hier reinsetze, dann können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sofort da drauf gehen. Ich kann theoretisch den Link auch zu jeweils einem einzelnen Teilnehmer senden, was auch ganz praktisch sein kann. Für diejenigen von uns, das ist jetzt fortgeschritten, die schon richtig gut Bescheid wissen, kann man übrigens auch dann den Chat eben teilen oder eine Datei im Meeting teilen. Also letzten Endes sind das alle Funktionalitäten, die man brauchen kann, um so eine Art virtuelles Klassenzimmer, nenne ich es jetzt mal, durchzuführen. Ja, das waren schon die allerwichtigsten Sachen. Allerdings haben die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dabei sind, jetzt natürlich, weil das ein Tutorial-Video ist, nicht gesagt. Ich lasse die jetzt noch mal was sagen, so am Ende. Habt ihr schon damit gearbeitet? Habt ihr es vor? Also ich habe es vor. Ich überlege gerade noch mit der Whiteboard-Funktion, was ich als Alternative nehmen würde. Also wenn ich das nicht hier machen würde, könnte man ja auch einfach den Bildschirm teilen und ein Whiteboard, eventuell sogar ein Whiteboard, an dem alle was machen können, benutzen dafür. Aber ich habe noch nicht so richtig eine Lösung dafür. Also falls du eine Lösung hast. Die Lösung ist, glaube ich, relativ einfach, ein funktionierendes Etherpad. Also wenn man über die Videokonferenz also vorher ein Etherpad festlegt, das den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erklärt und dann unten den Link da reinmacht, könnte man während der Videokonferenz theoretisch schon zusammen sammeln. Das ist, glaube ich, durchaus möglich. Okay, also dann mache ich das jetzt mal zu Ende. Ich bin so ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich das raushauen will, bevor ich wieder ganz in die Papa-Funktion gehe. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr einfach dabei wart. Wir können ja gerne nochmal eine Videokonferenz auch machen, in der wir uns richtig austauschen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich mache jetzt hier meinen Finger nach oben, um das gleich mit dem Video ja, jetzt fällt mir es nicht ein, zu synchronisieren. Und ansonsten, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und wir hören voneinander. Ciao. Ciao. Ich hoffe, dieses Video hat dazu geführt, dass ihr, dass Sie vielleicht ausprobieren, mal so eine virtuelle Konferenz durchzuführen. Es ist am Anfang natürlich immer eine kleine Hürde, aber es ist, glaube ich, für alle Beteiligten eine wirklich gute Sache, wenn man auch in einem gewissen Kontakt stehen kann. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich wieder ein bisschen Hilfe geben konnte. Normalerweise sage ich hier in meinem Kanal, bleibt kritisch. Diesmal sage ich einfach nur, bleibt gesund. Wir sehen uns bald wieder. Am Freitag um 17 Uhr gibt es ein Live-Video für Abiturientinnen und Abiturienten im Fach Deutsch, falls das noch von Interesse sein sollte. Ansonsten bis ganz bald. Ciao. Wollte ich die Welt sehen.